kommt nicht. Und wenn doch, was wirst du ihm sagen? Ich bin sicher, er kommt nicht. Er liebt Ladybug. Er kommt nicht nur wegen der Macarons her und bruncht mit uns. Aber er wurde so oft von Ladybug zurückgewiesen. Vielleicht hat er seine Meinung geändert. Seine Meinung geändert? Ha, das bezweifle ich. Niemand ist so stur und fixiert wie Cat Noir. Wir sehen uns morgen in der Schule. Ja, mach's gut, Nino. Bis bald, Chris. Ein Weihnachtself mit einer geheimen Mission? Mal ehrlich, Marinette, findest du nicht, du bist zu weit gegangen? Doch, absolut. Das war total lächerlich. Aber ich konnte ihm nicht die Wahrheit wegen der Geschenke sagen. Außerdem habe ich Chris nur eine nette kleine Geschichte erzählt, die ihn hoffentlich etwas Geduld lehrt. Apropos Geduld, ich habe eine Idee, was ich Adrian zu seinem 50. Geburtstag schenken kann. Hilfst du mir? Hm? Schnee? Wow, wie lange habe ich geschlafen? Das war's, Santa Claus. Du bist umstellt. Gib auf und provozier keinen Kampf. Wir suchen Santa Claus echt überall. Wir suchen Santa Claus echt überall. Er entkommt uns nicht. Zurück auf den Bürgersteig! Auf der Straße zu Ende ist der Bus! Hast du Santa Claus gesehen? Okay, das ist nur ein Traum. Ich gehe wieder ins Bett. Au! Wieso hast du das getan, Tiki? Siehst du, du träumst nicht. Wenn das so ist, bedeutet das... Sieht aber schon wie ein Albtraum aus. Sie sehen gleich den Beweis für die Existenz interdimensionaler Kreaturen mit unglaublichen Fähigkeiten. Sie können durch Wände fliegen und werden von altem Käse angezogen. Die erste Kreatur habe ich kurz nach dem Schulanfang im September entdeckt. Ich habe sie genau beobachtet. Dann habe ich eine zweite entdeckt. Ich habe einen Beweis. Sehen Sie genau hin. Die Kreaturen selbst sind nicht zu erkennen, weil sie nicht filmbar sind. Aber sehen Sie sich das an. Da es nicht möglich war, diese Kreaturen auf Video festzuhalten, habe ich Zeichnungen von den beiden gemacht, um ihnen zu zeigen, wie sie aussehen. Ach, was soll das überhaupt sein? Ich glaube, diese Show hat nichts mit Wissenschaft zu tun, in keinster Weise. Madame Mendeleff, ist es Ihr Ernst, dass Sie Käse essen, der Geistergang? Mein völliger Ernst. Ich dachte, wir haben keine Geheimnisse voreinander. Ich wollte dich nicht mit Kwami-Unsinn belästigen. Außerdem dachte ich, das Problem wäre gelöst. Plek hat versprochen, den magischen Käse nicht mehr anzurühren. Warte kurz, wenn Plek hier war, heißt das, er war hier in der Schule und das heißt, Cat Noir ist ein Schüler der François Dupont, so wie ich? Und wenn ich es rausgefunden habe, hat Cat Noir wahrscheinlich gerade rausgefunden, dass ich rausgefunden habe, dass er es rausgefunden hat. Nein, auf keinen Fall. Plek würde doch ewig weit fliegen, um seine Zähne in gutem Käse zu versenken. Das Problem ist jetzt, dass ich mich immer fragen werde, ob du lügst oder nicht. Es tut mir so leid, Marinette. Schon gut, ich weiß, du hast versucht, mich zu beschützen. Wenn ich rausfinde, wer er ist, kann ich nicht mehr länger Ladybug sein. Also werde ich es nicht versuchen. Und ich hoffe ja auch nicht. Genau hier im Gare du Nord. Dieser supermoderne Zug fährt in Rekordgeschwindigkeit von Frankreich nach England. Mit dem Flugzeug braucht man länger. Aber wie überwindet der Zug das Meer zwischen Frankreich und England, Marinette? Es gibt einen Tunnel unter dem Ärmelkanal, Tiki. Hat den Tunnel ein Superheld gemacht? Nein, nur Männer mit Maschinen. Oh, die Menschen haben viel erfunden, seit ich das letzte Mal eine Besitzerin hatte. Der Fortschritt hört niemals auf, Tiki. Und du hörst auch niemals auf. Das wird ein wunderschöner Pullover. Das ist eine Tradition. Ich stricke meinem Vater jedes Jahr einen Pullover zum Geburtstag. Ich möchte dieses Jahr etwas ganz Besonderes für ihn machen, aber mir ist noch nichts eingefallen. Dir kommt ganz bestimmt noch die perfekte Idee. So wie immer. Ich hoffe, das passiert schnell, denn sein Geburtstag ist heute. Ach, jetzt komm schon. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Roland. Dein Sohn feiert heute seinen 40. Geburtstag und Tom würde sich so freuen, wenn du... Oh. War das wieder mein Großvater? Ja. Das heißt dann, wo er kommt, heute wirklich nicht. Ich habe getan, was ich konnte. Es hätte deinen Vater so gefreut. Er redet nicht sehr offen über seine Gefühle, aber ich weiß, er findet es traurig, seinen eigenen Vater nicht mehr zu sehen. Es ist furchtbar. Ich würde ihn auch gerne mal kennenlernen. Seit über 20 Jahren will er niemanden sehen und nicht aus dem Haus gehen. Ich weiß, aber wieso nicht? Ach, weißt du, er ist ziemlich altmodisch. Das moderne Leben von heute liegt ihm nicht so richtig. Aber was ist vor 20 Jahren geschehen? Naja, das ist kompliziert. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, solltest du deinen Vater fragen.
Papa, wieso hat Grandpère seit 20 Jahren sein Haus nicht verlassen? Oh, weil er ein großer Freund von Traditionen ist. Und, wenn du mehr darüber wissen willst, solltest du deine Großmutter fragen. Er hat immer in der Vergangenheit gelebt. Es ist kompliziert. Wenn du mehr darüber wissen willst, solltest du deinen Vater oder deine Mutter fragen. Oh, okay, danke, Grandmère. Bis nachher. Oh, was soll das? Wieso antwortet mir niemand? Deinem Gesichtsausdruck zufolge ist dir jetzt die perfekte Idee gekommen. So ist es, Tiki. Ich weiß nun genau, was ich meinem Vater zum Geburtstag schenke. Und zwar werde ich ihn und seinen Vater endlich wieder zusammenbringen. Ich habe Roland Dupas Adresse gefunden. Los! Da wären wir. Legt man meinen Hebel um, so erhöht sich mein Niveau. Tada! Es ist der Kanal Saint-Martin. Man öffnet die Schleusen mit einem Hebel und das Wasser steigt. Sehr clever, Marinette. Jetzt halten wir Ausschau. Hoffentlich ist mein neuer Freund hier irgendwo. Oh nein! Was ist? Siehst du einen Superschurken? Schön wär's, Tiki. Kagami ist mein neuer Freund? Auf keinen Fall. Sie ist brillant, stark, süß. Und? Und sie ist in Adrien verknallt. Sie sind schon Fechtpartner. Ihre Eltern sind befreundet. Das heißt, wenn wir gewinnen, kriegt sie die ganze Anerkennung und wird sicher seine Freundin. Ich mach das auf keinen Fall mit ihr. Nein, ich mach das nicht. Sie ist so seltsam. Okay, das Schicksal hat mich zu ihr geführt. Ich muss gewinnen und darf mich von Adriens komischer Freundin nicht davon abhalten lassen. Aber das ist Kagami gegenüber nicht fair. Wenn du nicht ihr Freund bist, kann sie nicht spielen. Ach Quatsch, sie ist so schlau. Ihr fällt bestimmt eine Lösung dafür ein. Allein ist sie wahrscheinlich sogar doppelt so schnell. Ich würde sie eh nur aufhalten. Natürlich! Du hast recht, Tiki. Ich lasse sie nicht allein und sorge dafür, dass wir verlieren. Dann sieht Adrien Kagami nicht gewinnen und sie verlieben sich nicht. Wenn ich es mir recht überlege, wäre es vielleicht doch besser, wenn du... Versteck dich, Tiki. Das Spiel geht... Du bist wirklich sehr unentschlossen. Wir treffen uns wieder hier. Wir werden gewinnen. Was tust du? Gar nichts. Sie hat dir ihr Vertrauen geschenkt, als sie dir ihr Handy gegeben hat. Aber sie guckt die ganze Zeit darauf. Willst du nicht wissen, wieso? Möglicherweise schreibt sie sich mit Adrien Nachrichten oder wer weiß was noch. Marinette, nein! Oh, keine Nachrichten. Nur die von diesem Wettbewerb. Und es gibt nur eine Nummer in ihrer Kontaktliste, die ihrer Mutter. Was? Sie hat nicht mal Adriens Nummer? Was ist das für eine App? Oh Mist! Also da hat Kagami die ganze Zeit drauf geguckt. 30 Tipps, wie man Freunde gewinnt. Das erklärt natürlich alles. Ihr seltsames Verhalten, ihre komischen Fragen. Kagami hat nur versucht, deine Freundin zu sein. Ich fühle mich furchtbar. Oh nein, sie hat mein Handy. Wenn sie einen Blick riskiert, sieht sie die Nachrichten, die Aya und ich uns geschickt haben. Schnüffeln alle Menschen in den Sachen anderer herum?